Einfach sein. Grüß Göttin, mein Name ist Jana Friemark. Ich bin Bewusstseinspunk und Wunderwirkerin aus und in Potsdam. Und ihr hört Radio Wunderwelle mit der Sendung Einfach sein oder auch Einfach sein. Hier geht es darum, mit ganz einfachen Möglichkeiten zu inspirieren, ein besseres Verhältnis zu sich selbst, zur eigenen Seele, zum Leben und zum Göttlichen zu kultivieren und das wieder auch selbstverständlicher in sein Leben zu integrieren. Es geht auch darum, dass diese seelische Kraft jedem von uns ganz natürlich und frei zur Verfügung steht, was weder etwas kostet, was wir auch nicht extra erlernen müssen und was auch überhaupt kein bisschen kompliziert ist. Wir brauchen dafür keine komplizierten Konzepte zu erlernen, um uns wieder mit unserer Seele zurückzuverbinden. Wir brauchen uns eigentlich nur erinnern. Und sich daran zu erinnern, geschieht über das Einfachsein, geschieht über die Verbindung, die Rückverbindung zu unserer wahren Natur, zu dem, also auch wieder zu fühlen, dass wir Teil der Natur sind, was wir ja in unserer technologisierten Welt zum Teil vergessen und uns gar nicht mehr selbst als Teil der Natur erleben. Und indem wir uns wieder als Teil des Lebens, als Teil der Natur erleben, ja, das rückt ganz vieles wieder zurecht. Es hat ja seine Gründe, dass in unserer modernen Gesellschaft sowas wie narzisstische Persönlichkeitsstörungen zunehmen, dass Menschen immer einsamer werden, unverbundener, ja, emotional abgestumpfter, egozentrischer, dass auch gewisse Tugenden und Werte immer mehr ins Hintertreffen geraten und es irgendwie normal ist, sich eigentlich, ja, amoralisch zu verhalten. Ja, oft auch mit der Begründung, machen ja alle so, kann ich es ja jetzt auch so machen, macht ja sowieso keinen Unterschied, ob ich es anders mache. Also viele haben ja auch ein Empfinden dafür, dass es nicht richtig ist. Ich glaube, jeder hat irgendwie im Grunde ein Empfinden dafür, was richtig und was falsch ist. Und wir begründen dann unser Fehlverhalten damit, dass die Gesellschaft ja so ist, dass man daran ja auch eh nichts ändern kann und so weiter. Ja, und ich glaube, Heilung kann nur jeder für sich selbst finden. Und ein großer Aspekt darin, Heilung zu finden, also zurück in die Ganzheit zu kommen, ist ja eben, dass wir die Dinge wieder in ihrer göttlichen Ordnung empfinden und auch uns selbst, also dass wir selbst auch wieder den Platz einnehmen, der uns als Mensch gebührt, als Teil der Natur und als Teil des großen Ganzen, dass wir uns eben wieder als Teil der Natur begreifen. Heute möchte ich zu der gefühlten Perspektive einladen, dass Meditation etwas ganz Einfaches ist, was jeder zu jeder Zeit an jedem Ort praktizieren kann, was man auch nicht extra lernen muss, wo man keinen Kurs belegen muss, kein Geld für ausgeben muss und so weiter. Natürlich gibt es immer irgendwie Meditationstechniken, die man noch erlernen kann, wenn man das gerne möchte, ne? Gerade im Yoga oder so, bestimmte Atemtechniken, die vielleicht denn eben auch bestimmte Ergebnisse erzielen und so weiter. Aber im Grunde die Meditation an sich ist etwas ganz Einfaches. Und wir können auf verschiedene Arten und Weisen meditieren. Heute möchte ich hier von der Gehmeditation sprechen. Und ich werde im Verlauf der nächsten Folgen auch andere Möglichkeiten der Meditation aufzeigen. Heute mal die Gehmeditation. Aber mal ganz kurz dazu. Wieso behaupte ich, dass Meditation etwas ganz Einfaches ist? Also wenn du bewusst wahrnimmst, was in dir ist, dann bist du bereits innerhalb der Meditation. Also das alleine, den Blick nach innen zu wenden und wahrzunehmen, ist bereits die Meditation. Irgendein Mensch hat einmal gesagt, beobachte. Beobachten ist das Spirituellste, was du tun kannst.
Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber das liefere ich gerne nach. Ich mache mal gerne zum Verständnis so einen Unterschied zwischen beobachten und observieren oder beobachten und kontrollieren. Darum geht es natürlich nicht, sondern es geht um ein Wahrnehmen und Beobachten in einem annehmenden und liebevollen Sinne, dass alles so sein darf, wie es gerade ist. Wir sind ja alle so konditioniert, eigentlich ständig auf dieses Problemdenken, ständig auf dieses Mangeldenken, so hier fehlt was, hier ist was nicht richtig, es muss verändert werden, es braucht mehr, es braucht was anderes, also im Grunde ist es nicht richtig, es genügt so nicht, so wie es ist, es darf es nicht sein, es muss verändert werden, das ist das, wo wir alle so hintrainiert sind. Und in der Meditation ist eben genau das, dass wir neutral wahrnehmen, das heißt, wir nehmen einfach nur wahr, was ist, ohne es verändern zu wollen. Also allein diese Haltung, ich muss hier was verändern, die nehmen wir halt raus. So, ne? Und das fällt vielleicht dem einen oder anderen erstmal schwer. Ja, wie soll ich denn den Kopf zur Ruhe bringen? Am besten ist einfach den Kopf machen zu lassen und sich aber nicht mehr darauf zu konzentrieren, sondern eben die Aufmerksamkeit in die Wahrnehmung zu schicken, weil wenn ich wieder darauf konzentriert bin, meinen Kopf zur Ruhe zu kriegen, dann bin ich wieder im Kopf, dann bin ich wieder in der Kontrolle und dann komme ich aus der Schleife nicht raus, denn natürlich kann ich mich nicht dazu bringen, nicht mehr zu denken. Das ist etwas, was dann irgendwann in der Ruhe der Meditation sich von ganz alleine einstellt, diese Ruhe der Gedanken auch, ne? Aber zuerst mal nicht. Zuerst ist ja unser Geist noch gestresst und um uns zurückzuholen vom Stress wieder zurück in unsere Kraft, es ist eben wichtig, in den Körper zu kommen. In den Körper zu kommen und im Körper wahrzunehmen, was ist. Ja? Und damit schärfe ich natürlich meine Sinne mit dieser neutralen Wahrnehmung, mit dem es darf so sein, wie es ist. Es muss jetzt nichts verändert werden. Wie gesagt, ne, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel Heilmeditation, also ich habe irgendwelche Symptome und ich möchte gerne eine Heilung. Und dann geht es ja schon in Richtung Geistheilung und auch hier kann man Meditation anwenden, um zu heilen. Und da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten, was man innerhalb der Meditation tun kann, um Heilung zu befördern. Aber hier geht es jetzt erstmal um das ganz einfache Alltägliche, um diese ganz einfache und alltägliche Haltung von Meditation, die ich jederzeit und überall einnehmen kann, ohne dass ich dafür irgendetwas brauche. Ich brauche keine besonderen Umstände dafür. Ja, so deswegen. Also das ist natürlich auch eine Übungssache. Je mehr wir damit üben, umso leichter fällt es uns, in diesen meditativen Zustand zu kommen. Wie gesagt, das mit dem Kopf habe ich ja schon gesagt, lass den Kopf machen, aber lenk deine Aufmerksamkeit trotzdem, egal was da oben los ist, lenk deine Aufmerksamkeit trotzdem in die Wahrnehmung. Bleib dabei, bleib dran. Ne? Und wenn es dir anfangs schwerfällt, bleib dabei. So. Eine ganz einfache Methode, in den Körper zu kommen, ist über den Atemfluss. Das heißt, dir bewusst zu machen, mit jedem Einatmen atme ich mich selbst in mich hinein. Je mehr du dich selbst in dich hineinatmest, du kannst dich da im Herzraum zentrieren, zum Beispiel. Du kannst den Atem natürlich auch ins Becken schicken, in die Füße, wohin auch immer. Ich finde es immer ganz gut, erstmal in den Herzraum, im Herzraum zu landen, weil dann bin ich wirklich erstmal hier so richtig schön zentriert und bin auch gleichzeitig angebunden mit meiner Seele. Also über das Einatmen. Einfach so diese Vorstellung, ich atme mich selbst in mich hinein. Mit jedem Einatmen atme ich mich selbst in mich hinein. Mit allem Ausatmen gebe ich Stress ab. Gebe ich all das ab, was mich vielleicht belastet, was schwer ist, was störend ist und so weiter. Ja, da kannst du ja eben auch alle stressigen Gedanken mit dem Ausatmen rausschicken aus deinem Energiefeld, einfach per Beschluss. Also das, ja, das klingt super einfach und es ist auch einfach. Per Beschluss funktioniert ganz viel. Wenn du dir einfach sagst, ich atme mich selbst in mich hinein. Und beim Ausatmen gebe ich alles ab, was nicht meins ist. Das ist schon hochwirksam. Probier es einfach aus. So. Das kannst du einfach tun, um dich zu unterstützen. Und heute mal zum Thema Gehen. Das kann man verschiedenartig einsetzen. Du kannst das machen, während du auf dem Weg zum
einkaufen, zum Job, wohin auch immer bist, dass du dich einfach den Moment rausnimmst und einfach dich nur auf das Gehen konzentrierst. Und da ist es schon mal gut, über den Atem das zu unterstützen, um dich in dir zu zentrieren und vielleicht auch wie so ein Schutzfeld um dich rum zu haben, indem du ja natürlich auch über den Ausatmen abgibst, was nicht zu dir gehört, dich selbst in dich hineinatmest, schaffst du automatisch auch so einen Schutzraum um dich. Und das ist gut, denn beim Meditieren, während du gehst, ist es auch schön, nicht mehr so auf die Außenreize zu achten. Also du achtest dann von ganz selbst vielleicht mehr auf die Vögel oder die Blümchen oder was gerade so in der Natur los ist, aber dass du gar nicht so auf diese Stressfaktoren achtest. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass du unaufmerksam über die Straße gehen sollst, aber es ist halt eine andere Haltung. Also du kannst so zum Beispiel, wenn du auf dem Weg irgendwo hin bist und du merkst gerade, du fühlst dich gestresst, einfach mal das rausnehmen. Gibt es da nicht irgendwie so ein Sprichwort, wenn du es eilig hast, gehe langsam oder so? Genau das zu praktizieren, zu atmen, dich ganz bewusst zu konzentrieren auf das Gehen, auf deine Füße, wie die gehen, auf deinen Körper und dadurch einfach innerlich zur Ruhe zu kommen. Du wirst ja auch sehen, in der Meditation bist du wach. Also das Ding ist ja auch bei der Meditation, die lässt dich ja nicht einschlafen, sondern die macht dich ja wach. Wir können ja auf zwei verschiedene Arten einschlafen. Wir können entweder im Außen einschlafen, indem wir uns zu sehr auf das konzentrieren, was außerhalb von uns ist. Wir können aber auch im Innen einschlafen, indem wir anfangen zu träumen. Träumen ist auch eine tolle Sache, das werde ich ja auch mal besprechen. Das kann man auch als schamanisches Werkzeug wunderbar nutzen, den schamanischen Traum, das Träumen. Aber hier in der Meditation geht es ja um Wachsein, um Dasein, um Präsentsein. Genau, in der Meditation geht es ja nicht darum, dir jetzt irgendwas auszudenken, dich irgendwo hinzuträumen und dich in irgendeiner Fantasiewelt zu verlieren, sondern es geht darum, ganz da zu sein, ganz präsent zu sein, wirklich wahrzunehmen, was gerade ist, ohne eingreifen zu müssen, sondern den Dingen ihre natürliche Bewegung zu lassen. Und das ist auch das Schöne an der Gehmeditation. Du kannst hierüber auch ganz bewusst Dinge in Bewegung bringen. Genau, du kannst also auch in deinem Alltag das ganz bewusst einsetzen, indem du losgehst ohne Ziel. Also du sagst dir einfach, du gehst, um zu gehen, aber du hast kein Ziel, du gehst ziellos. Das ist wunderbar, um sich rauszuholen aus einem stark kontrollierten Alltag, aus einem stressigen Moment oder auch wenn du wirklich gerade schwerwiegende Themen hast, ist Gehen eine wunderbare Medizin und zwar langsames und bewusstes Gehen. Es ist natürlich auch toll, barfuß zu gehen, auch gern bei jedem Wetter, auf jedem Untergrund. Das bringt dich absolut gut ins Hier und Jetzt und in deinen Körper. Ja, das Gehen ohne Ziel, mindestens 15 Minuten, aber wenn du 15 Minuten gegangen bist, willst du sicherlich noch weitergehen. Umwege gehen, das heißt, du bist zum Beispiel, du weißt irgendwie, okay, ich muss jetzt einkaufen gehen und Lust hast du eigentlich nicht, brauchst eigentlich mal Zeit für dich, bist eigentlich gestresst, dann geh einen Umweg. Und dann nutze diesen Umweg ganz bewusst, um dich in dich hineinzuholen und zu dir zu holen und in die Ruhe zu holen, bevor du zum Einkaufen gehst. Und du wirst sehen, dass das Einkaufen dann auch viel entspannter ist. Du kannst übrigens auch, während du dann einkaufst, weiter meditieren. Das ist auch wunderbar. Was auch ganz toll ist, neue Wege gehen. Also wenn du immer dieselben Wege gehst, zu einem bestimmten Ziel, dann mal ganz bewusst eben neue Wege gehen. Das öffnet dich für neue Wege in deinem Leben, für neue Möglichkeiten, neue Orte erkunden. Du kannst, während du gehst, ganz verschiedene Arten und Weisen ausprobieren zu gehen und jeweils spüren, wie fühlt es sich an. Zum Beispiel, wie fühlt es sich an, wenn ich meine Hände hinter dem Rücken zusammennehme, den Kopf leicht senke und mich wirklich nur den unteren Bereich meines Körpers konzentriere, auf die Füße, wie sie über den Boden laufen, wie fühlt sich das an? Genau.
Einfach ganz verschiedene Möglichkeiten. Wie fühlt es sich an, wenn ich meine Hände vors Herz nehme, während ich langsam laufe? Ja, das Wichtige ist, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, lass dir Zeit, gehe genussvoll. Genau, wenn wir das Ziel rausnehmen, was eben auch so ungewohnt ist, weil wir immer, also weil wir auch trainiert sind dahin, alles, was wir tun, einem Sinn zu widmen. Und wenn du jetzt wirklich ziellos gehst und nichts vorhast, dann widmest du diesem Gehen ja gerade keinen höheren Sinn, sondern es geht einfach nur ums Gehen. Du kannst darüber eben ganz bewusst auch Dinge, die in dir stagnieren, eben auch Gefühle, die in dir stagnieren oder blockiert sind oder sehr schwer sind, schwer auszuhalten sind. Du kannst all das in Bewegung bringen über das Gehen. Also das heißt, da kannst du schon innerhalb der Meditation dieses Gehen etwas widmen, nämlich dass etwas in Bewegung kommt, in natürliche Bewegung. Ja, das Gehen in diesem Sinne, das ziellose Gehen, die Gehmeditation. Ist total toll, wenn man das jeden Tag machen kann und möglichst eben in der Natur. Man kann das auch überall in der Stadt machen. Man kann irgendwann auch im größten Stress in der Stadt sich entspannen, wenn man geübt ist. Aber es ist natürlich toll, wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen in die Natur zu gehen. Ja, das bringt uns in Bewegung, das bringt uns Klarheit. Oder ich spreche mal lieber nur von mir, wie ich das erlebe. Ich bekomme Klarheit über das Gehen. Bestimmte Gedankenschleifen lösen sich auf, es wird ruhiger im Kopf und dadurch eben klarer. Ich kann mich von Ungelöstem ablösen über das Gehen. Es bringt die Kreativität eben schön in Gang, also es kommen viele Ideen, Impulse, aber auch das nicht festhalten, weiterfließen lassen, so, ne? Und das Gehen schult dadurch auch das Sehen, also das Hellsehen sozusagen, also dass du für dich eben Lösungen ganz einfach erkennen kannst, dadurch, dass über das Gehen diese Klarheit kommt. Ja, und da kann ich wiederum nur sagen, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen und fühlt seine eigenen Gefühle. Dies heute war einfach eine kleine Inspiration, dem Gehen Bedeutung zu geben. Ja, und sich dieses Gehen als essentiellen Bestandteil des Seins zurückzuholen, dem die Bedeutung wiederzugeben, beziehungsweise diese Bedeutung auch wieder zu fühlen, indem man das praktiziert. Ja, da gibt es ja auch so schöne Sachen wie zum Beispiel durch ein Labyrinth gehen oder so, ne? Das hat ja auch so was ganz Meditatives. Und ich meine jetzt nicht diese Labyrinthe, wo man sich total drin verläuft und dann keinen Ausgang mehr findet, sondern ich meine dieses uralte spirituelle Labyrinth, wo du von außen, du gehst einen Weg rein und dann gehst du sozusagen von außen nach innen. Also du weißt schon, okay, ich will irgendwie nach innen. Und dann gehst du da den Weg lang und diese Wege, die da drin vorgezeichnet sind, gehst du da lang und du denkst zwischendurch, du kommst da innen gar nicht an, weil du dich dann, du kommst mal näher ran und plötzlich bist du wieder weiter weg und dann auf einmal stehst du innen. Das ist ganz toll, ne? Und dann gehst du wieder von innen nach außen und das ist auch eine tolle Form der Gehmeditation. Also das Gehen, zum Beispiel eben auch das Gehen durch dieses Labyrinth, aber egal auch, das Gehen verbindet uns ja eben auch stark mit unserem Lebensweg, mit unseren Lebenswegen, mit den Zyklen des Lebens, mit diesem auch mit dem Aspekt geführt zu sein, auch mit dem Aspekt eben die Kontrolle fallen zu lassen und zu wissen, ich bin in den Händen des Lebens und das Leben führt mich auf meinen Lebenswegen. Es gibt ja so ein wunderschönes altes Kreislied, das geht so. Ich gehe und gehe weiter die Kreise. Gehe zum Ursprung und Ziel. Ich gehe die Pfade der großen Spirale und singe das uralte Lied.
Ich gehe die Pfade der großen Spirale und singe das uralte Lied. In diesem Sinne wünsche ich heute Hingabe an die Lebenswege. Bis zum nächsten Mal.